Nachdem bereits im Sommer das Trinkwasser in Rosenheim abgekocht werden musste, häufen sich nun nach dem aktuellen Fall die Beschwerden bei den Stadtwerken. Eine defizile Angelegenheit. Die Trinkwasserqualität in Deutschland ist ein extrem hohes Gut. Das heißt, ein Wert Null heißt ja auch, dass also nichts im Trinkwasser drin sein muss. Und das Trinkwasser ist das sauberste Wasser, was wir trinken. Noch sauberer als das normale Tafelwasser, was man so nimmt, oder ein Heilwasser. Das heißt, es muss unter allen Umständen gewährleistet sein, dass wenn ich Trinkwasser trinke aus dem Hahn, dass das immer gesundheitlich unbedenklich ist. Das heißt also, dass bei der geringsten Verunreinigung sprichwörtlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden muss. Um den Standard zu halten, werden regelmäßig Proben entnommen. Also zunächst mal sind die gesetzlichen Auflagen für Trinkwasserproben sehr hoch. Wir müssen also vom Gesetzgeber her ohnehin schon mindestens wöchentlich umfassende Proben nehmen, in denen wir auch die sogenannte Mikrobiologie prüfen, also etwa auf Keime untersuchen. Es gibt dann viertel- und halbjährlich Untersuchungen, die noch weit umfassender sind, also auch chemische Bestandteile messen. Damit kommen wir auf um die 80 bis 90 Proben pro Jahr. Wir erweitern das aber, dieses Probenset, dass wir auf mehrere hundert Proben pro Jahr kommen, etwa 700 bis 800, wo wir auch nochmal mit unserer eigenen Analytik und unserem eigenen Labor messen. Zur Ursache gibt es mehrere Theorien. Das können wir im Moment noch nicht quantifizieren. Also wir müssen eine Ursachenkette ausschließen, also das Beispiel der Fehlmessung. Wir müssen aber auch ausschließen, dass es eine Fehlfunktion der UV-Anlagen gegeben hat. Kurze Erklärung, wir leiten das Wasser durch die Brunnen hoch. Im Brunnen ist eine UV-Anlage eingebaut, die das Wasser mit starkem ultraviolettem Licht bestrahlt und etwaige Keime auflöst. Das ist normalerweise eine 100%-Regelung. Das heißt, da dürfen keine Keime durchkommen. Wir haben aber unmittelbar nach dieser UV-Lichtanlage einen bzw. 13 Keime gemessen. Das heißt, entweder war die Messung falsch oder die UV-Anlage hat nicht funktioniert. Das ist zumindest der Sachverhalt, wie er sich sonst darstellt. Allerdings fokussieren wir uns nicht nur auf diesen Punkt, sondern nehmen auch noch andere Möglichkeiten in Betracht, die dann Stück für Stück ausgeschlossen werden müssen. Dieser Prozess muss sorgfältig gemacht werden, weil die Ursachenkette lang ist und braucht dann entsprechend Zeit. Das können wir aber im Moment noch nicht quantifizieren. Allerdings sind es natürlich nicht die Stadtwerke, die entscheiden, ob das Wasser geklort wird. Wir haben Aufsichtsbehörden, das Gesundheitsamt und das Ordnungsamt. Die schauen sich das Ganze an. Die setzen sich mit uns zusammen und daraufhin entscheiden die dann im Sinne des Bürgers. Zurzeit enthält das Trinkwasser bis auf Weiteres also zwischen 0,1 bis 0,3 Milligramm Chlor pro Liter. Ein Wert, der in anderen Wassernetzen permanent vorhanden ist.